Hallo, also ich melde mich mal hier aus dem wunderschönen Naumburg an der Saale. Wir sind hier mit ein paar Freunden zusammen mit dem Ralf Böß auf der Tour von Berlin. Vom Reichstagsufer sind wir gestartet vor, das müsste jetzt 14 Tage müsste das her sein. Und wir bringen die Grabplatte des Artikel 20 aus unserem Grundgesetz bringen wir nach Karlsruhe. Und wir sind jeden Tag so ungefähr 20 Kilometer unterwegs, zu Fuß und karren die Grabplatte durch ganz Deutschland. Und wollte jetzt hier mal so einen kleinen Zwischenbericht geben, um eventuell noch ein paar Leute dazu zu holen, die uns unterstützen bei der Reise, die uns unterstützen beim Wandern, wo wir schöne Gespräche haben können. Und eventuell auch noch ein paar Leute, die uns unterstützen können für die Unterkünfte. Ich glaube, Unterkünfte sind soweit vorhanden. Was allerdings noch schön wäre, wenn es ein Empfangskomitee geben würde, jeweils am Ort, wo wir auftauchen würden, damit wir miteinander reden können über das Thema, was wir hier haben. Da braucht es noch ein paar Menschen, die das Thema an sich ranbringen lassen, weil das betrifft ganz Deutschland eigentlich. Und ich versuche das jetzt mal mit meinen einfachen Worten, an eure Ohren zu bringen. Und zwar seht ihr ja draußen in unserer Welt, gerade in Deutschland und eigentlich auch auf der ganzen Welt, da kriselt es hier und da. Das hat angefangen mit dieser komischen Grippewelle, die offiziell was ganz Schlimmes sein soll und inoffiziell wir trotzdem zum Beispiel deshalb keine freien Wohnungen oder sowas haben. Also ich selber habe keine Wohnung, ich brauche auch nicht unbedingt eine Wohnung, aber ich habe mich damit so früh interessiert, ne? Wir haben eine Pandemie, aber irgendwie fehlt zu einer Pandemie auch die ganzen Toten, die da offiziell alle an der Pandemie gestorben sind, das sehe ich hier alles nicht. Weil wir haben immer noch Wohnungsnotstand in ganz Deutschland. Und das ist dann auch so ein Thema, wo wir sehen, dass unsere Regierung gerade direkt, die machen nur Mist. Man sieht es, wenn man den Bundestag verfolgt, was da für Gesetze erlassen werden. Ich habe es neulich gerade, wir haben eine Kundgebung gehabt in Leipzig. Da wurde uns vorgelesen, was wir alles nicht dürfen. Wir dürfen zum Beispiel keine Symbole, die pro-Russland sind, dürfen wir dort zeigen. Ich meine, das ist auch nicht unbedingt mein Dingens, aber das ist mir halt da aufgefallen. Da will uns unsere Regierung die Dinge verbieten, die wollen uns kontrollieren, die wollen uns Dinge verbieten, dass wir pro-Russland sind und so weiter. Das ist alles nur politisch und alles dumm, wenn wir diesen ganzen Dingen folgen. Und deshalb sind wir hier auf dem Marsch, weil wir wollen uns das nicht mehr bieten lassen. Wir wollen das nicht kontrollieren lassen. Wir können uns selber regieren. Wir brauchen niemanden, dem wir dafür viel Geld in Rachen werfen, dass die für uns Gesetze machen. So, also wir brauchen keine Gesetze. Die Gesetze, die dort die letzten Jahre gemacht wurden, die sind alle nur für die Wirtschaft. Nur damit die Wirtschaft funktioniert, damit sich einige Leute noch eine goldenere Nase verdienen können. So wie ich möchte gar keinen Namen nennen. Das sind alles Verbrecher dort oben in meinen Augen. Für mich ist das die organisierte Kriminalität, was unsere Regierung macht. Und nebenbei ist es noch ein Kasperletheater. Das ist aber eine andere Geschichte. Es ist einfach nur witzig, was die machen. Und die spüren schon, dass sie damit nicht mehr lange durchkommen. Und das fällt alles zusammen. Also so sehe ich das. Das ist meine persönliche Meinung dazu, dass das alles zusammenfällt. Und
Ich bin ja schon seit ein paar Jahren, eigentlich seitdem ich damals mit meinem Burnout und mit Nahtoderlebnis ausgestiegen bin, aus dem Hamsterrad, sehe ich das Leben ein bisschen mit anderen Augen. Also ich brauche zum Beispiel kein teures Auto mehr, ich brauche kein teures Haus, ich muss eigentlich gar keinen Besitz haben. Ich habe gerade die Übung jetzt hier, ich habe mein Backpack habe ich dort in der Ecke stehen. Da sind die nötigsten Sachen drin. Ich habe nicht mal Unterhosen eingepackt. Ich habe Socken eingepackt, die ich gar nicht brauche, weil ich spezielle Wandersocken hier bekommen habe vom Kumpel, die eigentlich viel besser für die Reise gedacht sind, also fürs Wandern. Ja, da ist gar nicht mehr viel drin. Da habe ich noch einen Rock drin. Ich trage ab und zu, trage ich halt auch mal Klamotten, die nicht unbedingt männlich sind. Einfach nur, um den Leuten da draußen zu zeigen, dass mir das scheißegal ist, wie sie über mich denken. Und ja, das Wichtigste habe ich halt so dabei. Ich hab auch nicht mal meinen Computer dabei, weil ich jetzt 6 Wochen lang Bullshit-Fasten mache. Also kein Facebook, keine Social Media, sondern einfach nur hier auf den Weg gehen. Und ich habe das damals gesagt, damals noch beim Ralf im Büro, dass diese Reise wird mein Jakobsweg. Und das Tolle war, vor 2 Tagen waren wir tatsächlich auf dem Jakobsweg. An der, wie hieß der, die Luppe, ein Fluss, der hieß Luppe. Und da ist tatsächlich, da waren so diese gelben Muscheln, diese Jakobsmuscheln waren da so beschildert. Und da habe ich dann gesehen, ah ja, ich bin tatsächlich auf dem Jakobsweg gelandet. Ja. Wir sind hier mit ein paar Leuten gestartet. Ich habe mich gewundert, dass überhaupt so viele Leute mitgingen. Da ist einmal der Ralf Bös selber, der geht mit. Der ist für seine Schandtaten immer zu haben. Der hatte schon mal 132 Tage Fasten hinter sich, um die Hartz-IV-Sanktionen zu kippen. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, dass wir jetzt als Hartz-IV-Empfänger nicht mehr zu 100% sanktioniert werden können, was den Tod eigentlich unseren Tod bedeutet, sondern dass wir nur noch zu 30% sanktioniert werden können. Das heißt, wir behalten unsere Wohnung, wenn wir dann solange wir denn eine haben und unsere Krankenversicherung und müssen halt nur anderweitig, haben halt weniger Geld. Und dann sind noch Matt und Leslie sind dabei. Die habe ich neulich in Berlin kennengelernt vor der Reise. Beim Spazierengehen in Wedding, da habe ich den Matt dort gesehen und das war ein interessanter Mensch und mit dem bin ich ins Gespräch gekommen und er meinte, er wäre Englischlehrer, kann aber jetzt nicht mehr in die Schule wegen diesen komischen Regelungen, darf also seine Arbeit nicht mehr machen. Und seine Freundin Leslie habe ich dann später auch kennengelernt. Die waren dann auch mal im Mauerpark, wir haben zusammen dort musiziert und dann habe ich sie gefragt, habt ihr nicht Lust mit nach Karlsruhe zu gehen? Und diese Prozession und die waren beide sofort Feuer und Flamme. Und ich weiß nicht, was das Argument war, aber auf jeden Fall, sie hatten nichts Sinnvolleres zu tun. Und wir setzen uns nachher natürlich hier auf diesen Weg für unsere Menschenrechte ein und für eine neue Zukunft, was unsere Verfassung angeht. Das ist uns dreien sehr am Herzen, dass wir eine Verfassung bekommen. Und zwar, das könnt ihr zum Beispiel sehen, spirituell. Für mich ist das meine persönliche Verfassung, ist mir wichtig. Deshalb gehe ich diesen Weg. Da kann ich gleich noch ein bisschen Gewicht auf der Straße lassen durch das Wandern. Wenn ich nicht gerade hier am Fahren bin, dann bin ich natürlich auch am Wandern. Aber der Fahrer ist gerade ausgefallen, der ist zurück nach Berlin, der kommt erst Dienstag wieder und so lange habe ich das halt übernommen hier. Wir haben hier so einen Wohnwagen, wo ich jetzt gerade drinnen sitze, den ziehen wir hinter so einem Golf hinterher. Hier sind dann die ganzen Rucksäcke drinnen und zur Verpflegung und so weiter. Also das ist das Servicemobil. Ich mache jetzt weiter den Serviceposten. Ja,
Also wir sind für unsere Verfassung hier, also unsere persönliche Verfassung, körperlich, mental und um dieses dann nach außen zu projizieren. Ich weiß nicht, die Leute, die mich kennen, die ungefähr auf demselben Level sind, die wissen, was ich damit meine. Das kommt aus den hermetischen Gesetzen, wie im Innen, so im Außen. Das heißt, das, was wir hier drin haben, das sehen wir im Außen. Das heißt, ja, wir sehen in unserer Verfassung im Außen. Und die soll sich halt dementsprechend manifestieren, dass Deutschland sich eine Verfassung gibt. Und zwar ist da im Grundgesetz, im Artikel 146, ist eine Anleitung drin, wie wir das machen sollen. Da steht dann drin, also den Wortlaut weiß ich jetzt nicht genau, aber sinnbildlich, wenn Ost und West sich vereinen, dann hat das deutsche Volk das Recht, sich selber eine Verfassung zu geben. So, unsere Politik hat das damals versäumt. Das war während der Merkel-Regierung, die hat es einfach nicht auf die Reihe gekriegt, das mal anzutriggern. Also es gab keine Volksabstimmung diesbezüglich, sondern es wurde ganz im Gegenteil, es wurde das Grundgesetz sogar noch abgeändert zu unseren Ungunsten. Und im Moment sehen wir gerade, dass die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Deshalb sind wir hier auch unterwegs. So, in dem 146 ist halt die Anleitung schon drin, dass wir uns selber eine Verfassung geben können und dass das machen wir. Es läuft parallel eine Abstimmung auf unsere-verfassung.de. Da könnt ihr abstimmen für eine neue Verfassung. Und zwar wird das Grundgesetz genommen, fast 1:1, wie es jetzt schon ist. Also das ist eigentlich schon, wurde eigentlich damals schon sehr gut konzipiert. Und das wollen wir 1:1 zur Verfassung machen mit ein paar Änderungen. Und zwar der 146er Artikel, der fällt raus, weil der ist eigentlich nur, der hat eigentlich nur Gültigkeit im Grundgesetz. Da steht halt drin, dass es zur Verfassung wird. Und dann sind ein paar Artikel geändert, wo es darum geht, dass wir die direkte Demokratie, also die Volksabstimmung mit einführen, dass wir das analog haben wie in der Schweiz. In der Schweiz habe ich selber schon 10 Jahre gewohnt und weiß, dass das dort vorteilhaft ist. Es fühlt sich halt besser an, wenn man mitbestimmen darf. Und wenn nicht unsere Regierung einfach sagt, so, wir marschieren jetzt da ein, da ist Kriegsgebiet oder was auch immer, oder jetzt werden hier mal eben 10 Milliarden Euro locker gemacht, um irgendein Land aufzurüsten. Nur weil die NATO das so will von uns. Und das geht gar nicht. Da möchte ich als Bürger mitbestimmen, damit sowas gar nicht erst wieder passiert. Ne? Da kann nicht einfach so ein Olaf Scholz herkommen und sagen, ich bin jetzt Kanzler, ich hau das Geld einfach raus und ihr doofen Steuerzahler, ihr dürft es mir zurückzahlen. Das geht gar nicht mehr. Die Politiker, die verschulden Deutschland so dermaßen, dass wir gar nicht mehr, dass wir da nie wieder rauskommen werden, wenn es nicht irgendwann eine Steuerreform geben wird, die dann sagt, hier, alle Schulden sind erlassen. Ja. Und dafür machen wir halt diese Verfassung, da haben wir direkte Demokratie, führen wir damit ein und wurde auch noch was dargestellt mit der Medienlandschaft. Da bedarf es unbedingt einer Änderung. Das ist in der Schweiz selber auch noch ein Problem, weil da stimmen die Leute halt das dafür ab, wie sie es in den Medien präsentiert kriegen. Also brauchen wir unbedingt noch Aufklärung und da müssen wir die Medienlandschaft als Bürger auch noch kontrollieren. Die Medien haben ja den Auftrag, uns mit Wahrheit und mit Medien zu informieren. Und das, was die derzeit machen, das ist einfach nur Propagandascheiße, die sie da ablassen. Und das entspricht nichts mehr der Wahrheit. Leider, leider, leider. So, deshalb gehen wir hier den Weg nach Karlsruhe. Es hieß damals, oder der Ralf hat eine Aufstellung machen lassen. Und da ist rausgekommen, der Souverän kommt mit dem Arsch nicht hoch. Das sieht man, wenn man Montagsspaziergänge macht. Es sind nur so ein paar Leutchen auf der Straße und ist nicht ganz Deutschland ist auf der Straße, obwohl ganz Deutschland betroffen ist. Alle haben sie diese Maßnahmen oder jetzt müssen wir mit Kriegsrecht rechnen, dass wenn es unseren Politikern zu bunt wird oder den Polizisten zu bunt wird, dann verhängen sie einfach das Kriegsrecht, weil wir anscheinend im Krieg sind mit Russland oder so. Was natürlich auch nur Propaganda ist und alles gelogen ja, man kann denen einfach nicht mehr glauben.
Ich schweife ab, jetzt habe ich einen Faden verloren. Auf jeden Fall, genau, der Souverän kam mit dem Arsch nicht hoch und der Mut steht auf. Und dafür sind wir hier die Mutigen. Ja, da kommen gleich noch ein paar Namen dazu. Da ist der Hilmar ist noch dabei, ein ganz lieber Mensch, der von Anfang an dabei ist. Der Heilpraktiker, der hilft also auch dem Team. Also mir hat er zum Beispiel bei meiner Krankheit geholfen. Wir sind übrigens alle mal krank geworden hier, weil wir alle so eng zusammen sind. Erst hat es den Yoshi erwischt, einer unserer Fahrer. Und dann war der Ralf krank, hat flach gelegen. Dann der Hilmar und ich hab dann auch zum Schluss flach gelegen. Und wir sind aber alle wieder gesund mittlerweile. Wir sind alle in guter Verfassung, in unserer guten Verfassung. Und ja, wer ist noch dabei? Da ist noch die Sabine ist noch dabei, auch eine ganz lieber Mensch. Und der Jochen der ist aus dem Zehlendorf zugelaufen, der fand unsere Aktion interessant und hat sich dann gleich uns angeschlossen. Er hatte erst noch sein Fahrrad hinterhergeschoben die ganze Zeit und hat ein paar Mal mit uns übernachtet schon und dann irgendwann radelte er nochmal zurück nach Berlin, hat seine Sachen geholt und stieß dann später dann wieder dazu. Ja, habe ich jemanden vergessen, wer noch dabei ist? Ich sehe die Leute jetzt gerade alle nicht vor mir. Das war so auf jeden Fall das Kernteam. Ich glaube, ich habe noch jemanden vergessen. Ja, es sind dann Steffi und Fricka. Also Steffi und Fricka, die sind dann noch dazu gekommen. Steffi war in Potsdam mit dabei zu einer Kundgebung. Die andere Steffi aus Potsdam, die war bis heute mit dabei. Die ist ein paar Tage mitgelaufen. Die Fricka ist noch dabei, die läuft mit. Und ja, das waren so die Leute, die von Anfang an dabei sind. Und es kommen immer mal wieder welche dazu. Ja, an dieser Stelle vielen lieben Dank an die Leute, die uns eine Unterkunft gegeben haben und uns verpflichtet haben zwischenzeitlich. Und da war zum Beispiel von der Helferorganisation waren zwei Damen dabei, die uns Unterkunft gewährt haben in Zehlendorf. Und ich möchte hier nicht alle aufzählen, wer dann noch. Die Basis ist dann da noch dabei, die Basis, die Partei, die hat uns Unterkunft gewährt. Heute zum Beispiel waren wir in einer alten Gärtnerei. Dort haben wir geschlafen, umgeben von Palmen und so. Und es war genügend Getränke da, also Bier, Sekt, und es war auch genug zu essen da. Gestern oder vorgestern waren wir beim Tobias. Der hat uns in seinem Büro schlafen lassen. Und dann haben wir eine Nacht in einem Bootshaus schlafen können. Ich meine, ich und der Ralf schlafen meist hier immer im Wohnwagen. Weil uns die Locations immer, also mir persönlich sind sie zu warm. Ich bin mehr so die Kälte gewohntes. Und ja. Wenn du mitlaufen möchtest, wenn du uns kennenlernen möchtest, dann blende ich dir eine Webseite unten ein, wo du erfährst, wo wir denn gerade laufen. Da gibt es dann meistens auch ein Live-Ticker. Wir haben eine Wander-App am Start, Komoot, und da wird dann live getrackt, wo wir gerade sind. Also kannst du uns also jederzeit kannst jederzeit dazukommen und uns unterstützen. Du müsstest dann halt nur sehen, dass du einen Schlafsack, Isomatte und ein Zelt mitbringst, damit du irgendwo übernachten, damit du dann zwischenzeitlich übernachten kannst. Wir haben zwar immer Unterkünfte, aber da können wir halt keine zusätzlichen Leute aufnehmen. Das geht halt nicht, ne? Ja,
Wie du uns auch unterstützen kannst, ist auf unser-verfassung.de, da unter der Abstimmung, da kannst du das alles durchlesen, was sich denn, wie die Verfassung aussehen wird und wie sie zustande kommt, und da kannst du dich nochmal belesen. Da kannst du dann dafür abstimmen, also auch dagegen stimmen, also je nachdem, wie du es möchtest. Und das ist tatsächlich so, auch auf die Nein-Stimmen, über die Nein-Stimmen freuen wir uns, weil je mehr Leute abstimmen, desto eher kriegen wir die Quote, die wir brauchen, damit wir tatsächlich eine Verfassung kriegen. Ja, also da kannst du auch unterstützen. Ja, denn du kannst uns auch finanziell unterstützen, indem du eine Spende da lässt, auch über die Webseite. Also von unserverfassung.de, damit wir zum Beispiel hier das Fahrzeug betanken können, der den Wohnwagen zieht. Und ab und zu haben wir auch keine Unterkünfte und müssen uns selber verpflegen. Das wäre dann auch ganz gut, wenn da ein bisschen Geld zusammenkommen würde. Ja, und ansonsten am besten hilfst du uns auch noch, indem du dieses Video teilst und andere Leute davon informierst, was wir hier machen. Und sorry, ich kann mir vorstellen, dass wir, wenn wir in Karlsruhe auflaufen, dass da Tausende mit am Start sind, die uns helfen werden oder und die mit uns zusammen da einmarschieren wollen. Das stelle ich mir jedenfalls so vor. Wir haben immer schön Musik am Start. Wir spielen Gitarre und Trommeln. Und neulich haben wir eine Prozession in Leipzig gemacht. Da hatten wir auch spezielle Kutten über. Da gibt es auch irgendwo ein Video im Netz. Da haben wir spezielle Kutten über. Und ich habe dann durfte dazu trommeln im Takt. Ja, macht auf jeden Fall Spaß, hier mitzulaufen. Und wissend, dass das total wichtig ist für Deutschland. Und da ich weiß, dass die ganze Welt auch auf Deutschland blickt, weil Deutschland irgendwie so im Zentrum ist wegen seiner Geschichte damals, wegen dem Zweiten Weltkrieg, werden viele Deutschland im Auge behalten. Und wenn wir das schaffen, hier eine direkte Demokratie einzuführen, dann wird der Rest der Welt sich daran eventuell mal ein Beispiel nehmen können und das eventuell genauso machen. Und dann wird der Planet wieder zum Paradies. Da bin ich fest von überzeugt. Gut, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns noch auf dieser Reise. Ciao.